So, wir spielen heute das letzte Spiel dieser Aufnahme inzwischen. Wir spielen heute das Topspiel in München. Das Ligaspiel 3-1 verloren, im Pokal 5-1 gewonnen, beides übrigens zu Hause. Jetzt das zweite Mal München auswärts nach dem Pokal damals in der dritten Liga. Da haben wir ja damit 2-0 gewonnen. So ein Ergebnis würde ich mir heute unterschreiben. Dann wäre man nämlich 5 Punkte weg. Die Bayern die zweite Niederlage und dann wäre es ja ziemlich. Ziemlich komfortabel, sagen wir es mal so. Danach auch mal wieder ein Heimspiel. Also jetzt das vierte Auswärtsspiel in dieser Aufnahmesession. Nur das Heimspiel gegen Union war dazwischen. Ansonsten haben wir nur Auswärtsspiele gehabt. In Leverkusen, in Dortmund, jetzt in Stuttgart gepatzt zum 3-3. Ja. Wir brauchen keine Pressekonferenz, die möchte ich jetzt auch gerade gar nicht sehen. Wir werden also durchwechseln müssen. Rothe wird auf jeden Fall reinrutschen. Für Fischer wird dann immer rübergehen auf die linke Seite, weil Stoffelise ja auch den Rechtsverteidiger spielen kann. Dafür wird Kakutalur auf die Bank rutschen. Wir haben ja sonst nur Jugendspieler größtenteils auf der Liste. Wir haben ja kaum noch Stammspieler. Ja, passt eigentlich. Soweit. Ich werde jetzt nichts groß ändern. Wir wollen ins Match. Wir wollen das Ding gewinnen und wollen die 3 Punkte holen. Gewinnen die Bayern gegen uns, sind sie im Punkt vor. Verlieren sie gegen uns, sind es 5. Rückstand. Spielt unentschieden, bleiben wir bei 2 vor. Das sind die Konstellationen. Mein Ziel ist es, das Ding zu gewinnen. Dann wären wir, wie gesagt, 5 Punkte weg. Und wenn wir es verlieren, jetzt müssen wir wieder hinterher hecheln. Nochmal, wir sind Aufsteiger. Wir sind immer noch Aufsteiger. Wir sind gerade aus der dritten Liga durchmarschiert und wollen natürlich jetzt irgendwo doch den So Titel. langsam spitzt sich Ich das will ja alle holen. Titelrennen zu. Heute kann sich Aber eigentlich gucken wir mal. keiner eine Niederlage leisten. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Da mein größtes Ziel ist, mit Bayreuth alle Titel zu gewinnen, das heißt auch irgendwann mal die Champions League, brauchen wir auf jeden Fall mindestens noch eine vierte Saison. Das könnte dann aber die letzte sein. Aber mal schauen. Also wie gesagt, Europa League und Ich begrüße Sie sehr Euro herzlich Conference zu League wird dieser heutigen nicht Begegnung, passieren. liebe Fußballfreunde. Sie Zumindest haben sich wahrscheinlich genau nicht. richtig entschieden. Rolf Fuß und Aber Frank mal Buschmann schauen. sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Also ich freue mich extrem auf dieses Spiel und ich glaube, dass es sehr, sehr unterhaltsam und interessant wird. Also von mir aus, es kann losgehen. Okay, wollen wir nichts weiter zu sagen. Es ist, wie gesagt, das Topspiel. Ich habe, glaube ich, alles dazu gesagt. Die Konstellationen sind klar. Voll auf Sieg spielen in München. Wenn wir das Ding holen, wie im Pokalspiel dabei sind, dann kann es ein großer Schritt Richtung erste Meisterschaft werden. Dann hätten wir alle ja, schweren Schritte gemacht. Hätten wir den Bayern, 7 Punkte waren sie mal weg. Freiburg war letzte Saison in der zweiten Liga mal 10 weg. Na schaut, wie gesagt, es sind dann noch 9 Spiele. Es ist der 25. Spieltag. Nein, es ist nicht die Allianz Arena. Ich glaube, Stadt- und Rumor ist das, glaube ich, das Stadion. Nee, Sanderson Park ist es. Das Wie auch Spiel immer. beginnt, die Bayern Reines mit dem Match. Anstoß. Fragezeichen, zweiter Sieg in München. Der zweite Saisonsieg, zweite Liga, zweite Pflichtspielsieg in dieser Saison, aber mal schauen. Gerade. Freistoß jetzt für die Bayern. Warum schickt der für Bayern? Die haben Fehlpass gespielt und kriegst Freistoß oder was? Ist das jetzt irgendwie in? Bernardo. Er kann dieses Duell gewinnen. Ja, Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Ah! Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Ich wollte gerade sagen, es ist mal ausnahmsweise gegen sie, nicht für sie. Das Duell der besten Abwehr gegen den besten Sturm. Schwer zu sagen, wer da die Nase vorn hat, oder?
Also ich möchte mich da auch nicht festlegen. Wir haben Sterner. Ja schon erlebt, wo die Stärken der beiden liegen. Und ein Tor. Ein Seitfallzieher, wie man ihn nur ganz selten sieht. Das war eine fantastische Aktion. Was für ein Tor. Es ist passiert, es ist das 0-1. Bayern jetzt aktuell 5 Punkte Rückstand. Diesen kleinen Provinzverein aus Bayreuth. Liegt ja in Bayern. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann ist es klasse gemacht. Naja, er hat einfach den Fuß reingehalten. Egal. Er ist drin. Wir führen. Oder wo er trifft nochmal zwei, mit dem 20. Rückstand für die Bayern. Jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Fakt ist, dass wir die Chancen, die wir haben, nutzen müssen. Wie gesagt, der Liga haben wir 3-1 verloren gegen die Bayern. Alles bei Bernardo Silva. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Aber ja. Ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Sterner. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Den habe ich jetzt bewusst mal aus Zeit, um Zeit rauszuholen gegen. Staffi Lides. Ball kommt rein. Na, schade. Weiter gefährlich. Und damit war es das erstmal da hinten. Beim Spiel von Leipzig ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es jetzt alle Infos dazu. Wir haben hier das erste Tor für Leipzig. Neuer Spielstand in Freiburg. 1-0. Gespielt sind 19 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Das muss er besser lösen, müsste gelb geben. So, gefreistellt auf jeden Fall. Mané liegt halt verletzt. Soll mir persönlich egal sein. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Ja, und die Ermahnung ist, hat überhaupt nichts geholfen. Eckloff. Ne, Ulrich ist es. Die 36, nicht die 35. Ballverlust hier durch Kimmich. Und der Freistoß geht komplett in daneben. Aber Bayern kann es erstmal wieder klären. Gerard Moreno. Er schießt. Und hat ihn. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Aubameyang. Ganz energisch. Glück für die Ball ist weg. Bayern, dass da nicht mehr draus wird, wenn der nämlich durchgeht. Bernardo Silva. Masraoui. Ja, der muss jetzt aufpassen, dass der Ulrich da nicht mit nochmal in der Grätsche reingeht, weil dann fliegt er nämlich vom Platz. Und fehlt dann beim Duell mit Wolfsburg in der nächsten Folge, in der nächsten Partie. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber die Führung spricht ja für sich. Ach, scheiße. Trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Hat er gut clever gemacht, hat er sich dahinter fallen lassen, damit ich nicht da den zurückziehen kann. Und er hat den Ball. Bayern kriegt es noch ein bisschen gut rausgeklärt. Er geht vorbei. Aubameyang. Ah, wenn der Ball abgelassen wird, dann könnte es gefährlich werden. Oder so ist es natürlich. Für was war das Abseits? Gut gemacht. Da macht sich auf der Trainerbank natürlich unnötig. Nein. Na doch, okay. Doch. Aber okay. Ich habe es falsch gesehen. Kann auch mal passieren. Dass ich mich ein bisschen irre. Spiel in der Bayer-Arena. Wir geben rüber. Es ist ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für den VfB Stuttgart. Neuer Spielstand damit. Stach, der auch gegen uns getroffen hat. Maras. Danke. Masraoui geht jetzt ins Abseits. Infos. Fahne ist oben. Abseits. Gleiches Pause in diesem Spiel, in dem Rote. Die Gäste hier im Moment knapp vorne liegen. Es ist ein enges Spiel, ein Tor Führung, alles noch drin, aber man merkt schon, sie haben hier leichte Vorteile und ich bin gespannt, ob sie das nach der Pause so weiterspielen können. So, wenn wir das Ding irgendwie nach der Pause mitnehmen. Ha! Ja, er verliert den Ball. Bayern macht's clever. Pause. Der Abpfiff. Und das war's. Und dann kommen wir nicht hinten durch. Wir halten sie aber komplett weg von unserem Tor. Und das können wir gerne in der zweiten Halbzeit genauso machen. Wenn das genauso läuft in der zweiten Halbzeit, vielleicht noch irgendwie ein Tor nachzusetzen. Dann. Schauen. Der Schiedsrichter pfeift an. Die zweite Hälfte läuft.
Wie gesagt, wir müssen nur irgendwie schauen, dass wir unsere Tore, dass wir unsere Chancen nutzen. Ja! Da darfst du gerne auch mal irgendwie. Mané. Sergio Canales. Canales? Oh, der geht am Gegenspieler vorbei. Und Albiol. Wird Einwurf geben. Er bekommt Hilfe. Bernardo. Die Fans fordern den Schuss von Bernardo Silva. Da muss mehr kommen, passiert. Freunde. Nichts so passiert, wird nicht. Das sicher nichts mit dem Tor. Als nächstes steht das Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League auf dem Programm für den FC Bayern. Dann geht es auswärts gegen den FC Barcelona. Und das ist ein Spiel, das eine Menge verspricht. Barca, der nächste Gegner. Jetzt vielleicht Aubameyang einmal. Ah! Ganz stark. Aber wie gesagt, nochmal, wir halten sie jetzt mal weg vom Meistertor. Jetzt geht's einmal für uns. Die Bayern wechseln. Moreno raus. Er kann wohl klären. Handelfmeter. Schiri pfeift ab. Eder Militao, Handelfmeter. Große Chance, dann schon auf 0-2 zu stellen. Ja. Also es war Hand. Wechsel jetzt bei den Bayern. Naja, wechseln auch schnell aus. So, Neuer Spring oder Klasses? Neuer bleibt die Bayern im Spiel. Wenn das Ding reingegangen wäre, 0-2 zu stellen, dann wäre es mehr oder weniger durch gewesen fast. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Jetzt Aubameyang. Jetzt doch mal. Gute Grätsche, er hat den Ball. Daher bleibt im. Hält sich ein bisschen noch im Spiel. Bayreuth lässt es aber momentan nicht zu, dass da irgendwas passiert nach vorne. Ja. Ja, ganz souverän, tolle Szene. Mané. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne, aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt jetzt Glück, nochmal Glück. Auch mal Chancen zu kreieren. Nicht jetzt den Ball verloren. Das könnte jetzt vielleicht mal die Chance sein, effektiver mit dem eigenen Ballbesitz umzugehen. Und die Balleroberung, wichtig. Jetzt die Chance. Und nein! Man verschießt Kimmich. Dudelt den Treffer, den Ball rein. Wir sehen sie in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer es wieder. Es war so einfach, es war so gut gemacht. Und wenn du das so das war gefühlt die erste Torchance der Bayern. Und damit alles auf Anfang, es steht 1-1. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Neuer hält die, klasse. Neuer gemacht. Verhindert. Ganz wichtig, da muss er hin. Wäre jetzt eher fast in Führung gegangen, aber wir haben es gesehen, da ist er da. Er hält den Ball. Unfassbar. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Oh Mann, ey. Albiol übrigens gelb. Bayern kommt nochmal, die wollen hier unbedingt gewinnen. Klar wollen die hier gewinnen. Aber dann kommt doch der Ballverlust. 8 Minuten jetzt noch. Sie können Staffi Lides. Kurze Flanke jetzt. Klasse ausgeführt, dieser Konter. Und da fehlt dann am Ende nicht viel. Ah, sah gut aus. Das wäre es natürlich noch gewesen. Ey, scheiße. So, egal wie, muss ich jetzt erstmal kurz auf die Position, muss er halt auf die Position jetzt achten.
Sie da gemacht haben. So, wechseln, das durchwechseln. Sie, das haben Sie drauf. Oh, jetzt werden Sie wechseln. Viermal Wechsel jetzt. Vier Minuten bleiben hier noch. Steht 1-1 aktuell. Lass uns aber mal schnell auf das nächste Spiel schauen. Der nächste Gegner des FC Bayern heißt FC Barcelona. Also heute haben sie mich nicht unbedingt überzeugen können. Da muss einfach mehr kommen. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Super dieses Zuspiel. Neuer verhindert. Gelingt ihnen doch noch der Führungstreffer. Es gibt Eckball. Ja! Ja, sie gehen hier in Führung und das kurz vor Schluss, ganz wichtig. Vier, immer weg, Aubameyang. Yes! Eine Minute war angesagt. Die Ecke wollten sie noch spielen und Aubameyang nickt das Ding rein. Bayern und da liegt Bayreuth mit 1-2. Wir sind 5 Punkte weg. Die Ecke. Und dann kommt Pierre-Emerick Aubameyang zum Kopfball. Ganz starke Szene. Wunderbar. Setzt sich hier durch gegen Zweier. Und so unverdient ist es nicht. Wir haben eigentlich bis auf die Kimmich-Situation die Bayern so gut wie möglich vom Tor weggehalten. Das war einfach nur Pech, weil wir den Ball nicht weggeschossen haben. So. Oh, ist das geil. So, jetzt wechseln wir kurz nochmal den Wechsel ziehen, schalte da oben raus. Und Teucher vorne auf die linke Seite, aber es ist mir jetzt nicht egal, wo er spielt. Es ist einfach nur gerade Zeit für die Uhr zu nehmen. Jetzt müsste der Schiedsrichter eigentlich dann abpfeifen. So, yes! Schlusspfiff. Hier passiert nichts mehr. Damit steht es fest. Die Gäste haben gewonnen. Ein schöner Sieg am Ende, ein klarer Erfolg. Sie sind in dieser Saison offensiv kaum zu stoppen, haben den erfolgreichsten Angriff, die meisten Tore. Und heute haben wir wieder gesehen, warum das so ist. Sehr zielstrebig, sicher im Abschluss. Sie wissen momentan zumindest einfach, wie es geht. Da kann doch nicht mal die beste Abwehr gegen bestehen. Richtig. Und wir haben sie distanziert. Wir haben sie eingeholt, wir haben sie aufgeholt, wir haben sie distanziert. Sie waren selber, glaube ich, mal 5 oder 6 Punkte oder 7 Punkte sogar weg. Wir haben es nach und nach, weil sie ja gut, weil sie ihre Spiele unentschieden gespielt haben, dann die eine Niederlage, die erste. Sie haben jetzt quasi die zweite kassiert hintereinander. Die haben jetzt die zweite Kassel in kurzer Zeit. Und wir haben unsere Aufgabe erstmal gelöst. Und wie gesagt, man muss es so sehen, es ist so unverdient, ist es gar nicht. Wir haben sie, wie gesagt, größtenteils vom Tor ferngehalten und haben sie eigentlich mehr oder weniger im Griff gehabt. Und das zum zweiten Mal schon diese Saison. Wie gesagt, im Pokal haben wir sie ausgeschaltet im Viertelfinale, jetzt haben wir sie in der Liga geschlagen. Wir sind 5 Punkte weg und haben jetzt erstmal Ruhe. Nach der Unentschieden gegen Stuttgart, sonst wären es nämlich sogar noch mehr, sonst wären es 7 Punkte sogar. Wir haben sie jetzt alle hintereinander weggeschlagen. Wir haben Leverkusen geschlagen auswärts, wir haben Leipzig auswärts geschlagen, wir haben Dortmund auswärts geschlagen und jetzt auch noch die Bayern auswärts geschlagen. Gegen die direkten Konkurrenten, die hinter uns, die 4 Teams, haben wir allesamt auswärts geschlagen. Wie gesagt, Heimspiel gegen die Bayern haben wir verloren. Dortmund unentschieden, Heimspiel. Leipzig haben wir 2-0 gewonnen zu Hause. Leverkusen haben wir ganz deutlich zu Hause gewonnen. In Wolfsburg haben wir gewonnen, in Freiburg gewonnen. Also das sind einige Teams dabei, die wir hintereinander weg bisher gut distanzieren konnten. Wie gesagt, Niederlage gegen Union, klar, bittere Niederlage. Stuttgart unentschieden, Bochum unentschieden. Gladbach haben wir beide Spiele gewonnen. Also sind wir trotzdem, wir haben es aber bisher gut hingekriegt. Die Bayern halt auch, wie gesagt, verloren. Habe ich ja schon gesagt. Und wie dem auch sei, wir sind durch. Nächster Gegner ist der VfL Wolfsburg. Dann geht es noch gegen Frankfurt. Also Heimspiel Wolfsburg. Heimspiel Frankfurt. So sieht es auf jeden Fall erstmal aus. Dann haben wir ein Auswärtsspiel in Bielefeld. Pflichtsieg. Heimspiel FCA. Also dann gibt es wieder mehr Heimspiele. Also wir haben jetzt Auswärtsspiel in Stuttgart. Dann haben wir alles mehr oder weniger auseinander weggeräumt. Nächster Gegner ist, wie gesagt, der VfL Wolfsburg. Wir gucken kurz mal, was die Nachricht hier reinkommt. Ich bin stolz auf dich. Also gut.
So, erwartet Top-Leistung. Ja, bleibt auf jeden Fall am Spieler. Wie gesagt, wir haben die Bayern sogar noch den Elfmeter verschoben. Und wie gesagt, unverdient war der Sieg bei den Bayern nicht. Nächstes Spiel, wie gesagt, Wolfsburg, morgen um 14 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt. Wir sehen uns wieder bei FIFA 23. Bis dann.